Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Hat auch kürzlich jemand zu Ihnen gesagt, Mensch, du wirst ja immer krummer, stell dich doch mal gerade hin. Und hat Ihr Arzt Ihnen schon einen Rollator verordnet, auf den Sie sich abstützen sollen? Diese Verkrümmungen der Wirbelsäule, die werden immer schlimmer im Alter und viele sind davon betroffen. Aber man kann etwas dagegen tun und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Kai Michael Schäufler. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie an der Asklepios-Klinik Schildautal-Sesen. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank. Guten Morgen. Was heißt Krumm? Ja, das ist ein dehnbarer Begriff und sehr subjektiv natürlich. Krumm ist etwas, was ja viele Menschen in zunehmendem Alter an sich selbst wahrnehmen, aber auch an Angehörigen. Das ist in weitest, im weitesten Sinne äh, bis zu einem bestimmten Grad auch völlig physiologisch. Also, das hat an sich nichts Krankhaftes, ähm, einen leichten Buckel zu entwickeln. Ähm, mhm. Das ist eine normale Alterung der Wirbelsäule. Allerdings, wenn ein bestimmtes Maß an Krummheit äh, überschritten wird und das bei ganz alltäglichen Handlungen, wie zum Beispiel dem aufrechten Gehen oder Orientierung im Raum, äh, hinderlich ist, dann bekommt es einen krankhaften Charakter. Heißt das jetzt, in dem Moment, in dem ich einen Rollator brauche, um mich abzustützen? In dem Moment ist die Person, die das braucht, ja schon nicht mehr in der Lage, ihren Körperschwerpunkt so einzurichten, dass sie ohne Hilfsmittel gerade stehen und gehen kann. Und in dem Fall ist es natürlich keine normale physiologische Wirbelsäulenverkrümmung mehr. Wie kommt es dazu? Es hat viele unterschiedliche Ursachen. Ähm, Alterung, ähm, aber Alterung per se ist ja nicht krankhaft, ähm, sondern Alterung oder alterungsbedingte Veränderungen der Wirbelsäule werden dann krankhaft, wenn Kompensationsmechanismen, die jeder Mensch mitbringt, wir halten uns aufrecht in einem sozusagen Gleichgewicht ähm, aus Muskelführung, aus dem, was ähm, das Skelett der Schwerkraft entgegenzusetzen hat und unserem gleichgewicht sind und wenn eine dieser komponenten so gestört wird dass die anderen äh, äh, anderen kontrollmechanismen äh, oder anderen komponenten in diesem system es nicht mehr bewerkstelligen können dann die aufrechte körperhaltung zu gewährleisten in dem moment wird es dann eben halt krankhaft okay das heißt also ich bekomme im alter schon wahrscheinlich weil die bandscheiben Immer dünner werden. genau es geht um Bandscheibendegeneration das ist ein, eine Komponente die andere Komponente ist tatsächlich eine überwiegend durch Osteoporose bedingte Verformung der Wirbel gerade im äh, Bereich der Brustwirbelsäule ähm, das findet ganz unmerklich statt auch ohne dass dem ein ganz konkret ein spürbarer Wirbelbruch äh, zugrunde liegen muss ähm, und zum anderen nimmt auch die erstens Durchs Gehirn- und Rückenmark gesteuerte Kontrolle der, ähm, der Rumpfmuskulatur als auch die Masse, also die pure Kraft dieser Rumpfmuskulatur schrittweise ab, sodass eben halt eine schlechtere Körperhaltung resultiert. Die Körperhaltung, also es ist eine Muskulatur, die ja. Den Effekten der Schwerkraft entgegenwirkt und irgendwann gewinnt halt die Schwerkraft. Also die Schwerkraft gewinnt immer. Okay, das heißt also, es wird immer, ähm, die Muskulatur baut immer mehr ab und es zieht immer mehr nach unten und dadurch baut die Muskulatur immer mehr ab, so ungefähr? Ja, das bedingt sich auch gegenseitig. Also, die Muskulatur arbeitet nur gut in einem, in einer bestimmten, sozusagen, ähm, in einem bestimmten Wirkungsbereich. Und wenn die Krümmung gerade der Brustwirbelsäule eine bestimmte, äh, sagen wir mal, ähm, einen bestimmten Grad überschritten hat, dann kann die Muskulatur gar nicht mehr effektiv angreifen. Das heißt, also es ist gar nicht mehr möglich, durch Muskelführung den Effekten der Schwerkraft, also der zunehmenden Verkrümmung, dann entgegenzuwirken. Ja, man kann sich nicht mehr gerade hinstellen, auch nicht mit äußerster Kraft. Korrekt. Ja. ja. Ähm, was hat das für Auswirkungen? Es hat vor allem die Auswirkung, dass wenn eine bestimmte kritisch ein Überschreiten einer kritischen Krümmung vorhanden ist, dass dann tatsächlich allein durch diese Krümmung, nur durch den Fakt, dass die Wirbelsäule eben halt eine bestimmte, einen bestimmten Krümmungsgrad überschritten hat, die das Risiko, gerade im Zusammenspiel mit der Osteoporose, die ja in der Altersgruppe über 65, insbesondere bei Frauen, eine extrem hohe Prävalenz hat, also über 50%, der Frauen über 50 Jahre haben, eine manifeste Osteoporose, dann muss man einfach davon ausgehen, dass dann auch das Risiko für, Wirbel, also für Wirbelbrüche dramatisch zunimmt. Also bis zum Faktor 5. Also fünfmal häufiger ähm, treten weitere Wirbelbrüche auf, wenn schon ein Wirbelbruch da ist. Das heißt also, wenn ein bestimmter Krümmungsgrad, wenn eine bestimmte Statik der Wirbelsäule so kritisch wird, dass die Belastung völlig unphysiologisch wird, dann nimmt das Risiko für weitere Wirbelbrüche nicht mehr linear, sondern eigentlich exponentiell zu. Das tut weh, oder? Das tut weh. Ähm, und es tut nicht nur weh, sondern es hat auch ganz viele andere Begleiteffekte. Die Lungenfunktion wird schlechter, äh, insbesondere aber auch die Orientierung im Raum wird schlechter. Also, wenn man wirklich nicht mehr geradeaus gucken kann, ähm, quasi stehen bleiben muss, sich abstützen muss, um noch einen Punkt etwa fünf bis zehn Meter ähm, vor der eigenen Position fixieren zu können, dann ist das im Alltag Gerade natürlich auch im städtischen Alltag mit Verkehr und so weiter, nicht nur hinderlich, sondern auch gefährlich. Ja, aber auch Menschen ins Gesicht zu sehen, oder? Auch Menschen ins Gesicht zu sehen, also viele. Der betroffenen Personen ähm, haben natürlich auch große Schwierigkeiten, ihr Gegenüber zu fixieren, weil sie den Kopf und die Augen einfach nicht mehr weit genug in die Richtung Horizontale bringen können, was auch ein ganz erhebliches soziales Stigma mit sich bringt. Ja, abgesehen davon, dass man schneller hinfällt, vielleicht auch. aber Auch das. Aber man, auch die, die Kommunikation ja, wird ja. zunehmend erschwert. Man schaut sich zumindest ähm, in Westeuropa gerne in die Augen, wenn man miteinander kommuniziert. Ja. Es war zumindest früher so, also im Zeitalter des Handys mag das sich natürlich alles zudem verändern. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass Kommunikation auch von Augenkontakt lebt. Und dieser Augenkontakt wird halt durch eine relevante sogenannte Kyphose, also eine Vorwärtsverkrümmung der Wirbelsäule, erheblich erschwert. Jetzt, ähm, wenn man das an sich, also wenn es irgendeiner an einem bemerkt ähm, und man sagt, oh, jetzt will ich dagegen steuern, ich bin über 60, ich bin eine Frau. Oder was auch immer. Wie fängt das an, das Gegensteuern? Also idealerweise so, dass man relativ frühzeitig es selbst bemerkt oder tatsächlich durch äh, 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 Personen aus dem eigenen Umfeld darauf hingewiesen wird, dass eine zunehmende äh, kyphotische Fehlhaltung, zunächst ist es ja tatsächlich nur eine Fehlhaltung, äh, die grundsätzlich korrigierbar ist, dass die eingetreten ist. Und äh, dann ist es natürlich schon dringlich an der Zeit, äh, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und das ist mühsam. Ähm, es geht nur über ganz gezieltes ähm, Training der Antischwerkraftmuskulatur, also auch der Rückenmuskulatur. Also Rückentraining. Rückentraining, aber auch Training der Bauchmuskulatur. Das wird oft völlig unterschätzt. Und auch der Körper, der Kernmuskulatur, sogenanntes Core-Training, ähm, das sind eben halt Bestandteile einer solchen... Haltungskorrigierenden, ähm, eines haltungskorrigierenden Trainings mhm. fällt unter den Übergriff medizinische Trainingstherapie. Ja, die der Arzt verordnet? Die der Arzt verordnet, ja. Also, ähm, also auch wegen der, wegen der Kostenfrage, also die der Arzt verordnet auf den... In dem Korrekt, Moment? also es geht ja. natürlich darum, die, ähm, die mittelfristigen und, ähm, und Spätschäden ähm, oder Spätproblematiken ähm, dieser Wirbelsäulenfehlstellung zu verhindern, die dann, auch volkswirtschaftlich natürlich äh, um ein Vielfaches kostspieliger werden als eine Frühbehandlung, eine was frühzeitige ist, präventive Behandlung. Ja, was ist mit der Osteoporose? Ist das nicht eigentlich eine Frauensache? Ja, es ist tatsächlich eine Frauensache. Also, Frauen erkranken ja äh, deutlich häufiger an einer relevanten Osteoporose als Männer. Also, sicherlich um den Faktor 4 häufiger als, als Männer. Ähm, und insbesondere Frauen über 50, insbesondere über 65 sind von dieser Erkrankung betroffen. Also die aktuellen Statistiken ähm, belegen ja, dass knapp 50 Prozent der Frauen über 65 Jahre an einer äh, Osteoporose leiden. Ähm, und dann kann man sich ausrechnen, auch von welchen Zahlen wir da reden. Mhm. Ähm, das bedeutet also knapp sechs Millionen Frauen in Deutschland sind von Osteoporose betroffen, ähm, mit all den potenziellen ähm, Folgen, Folgeerscheinungen, die damit zu tun haben. Also sprich, Brüche vor allem im Bereich der Wirbelsäule, aber auch der, der, der Hüften, also der Oberschenkelknochen und, und auch des, des Handgelenks. Und die, die, die Folgen solcher Brüche sind ganz erheblich. Also wir wissen, dass knapp 60 Prozent der Betroffenen nach einem Bruch der, des Oberschenkelknochens nicht wieder in ihr früheres Aktivitätsniveau zurückfinden. Das hat natürlich ganz erhebliche soziale, aber eben halt auch äh, volkswirtschaftliche Folgen. Ja, ähm, würde es dann helfen, Vitamin-D-Präparate zu schlucken zum Beispiel? Also das ist grundsätzlich so, die, die Therapie der Osteoporose ist grundsätzlich gar nicht so kompliziert. Also sie umfasst auf der einen Seite tatsächlich Aktivität, also tägliche physische Aktivität ähm, verhindert einen übermäßigen Knochenabbau. Also je weniger ich mich bewege, desto weniger Belastung bringe ich auf meine Knochen und desto eher sozusagen äh, gebe ich der Osteoporose Raum äh, für, ihre, für ihr Fortschreiten. Aber das allein reicht nicht. Gerade bei Frauen ähm, über 50 äh, ist natürlich die Substitution von... Äh, Hormonpräparaten, also vor allem Vitamin D-Präparaten und auch anderen Präparaten, also zum Beispiel sogenannten Bisphosphonaten, der einzige Weg, um das, um das Fortschreiten der Osteoporose effektiv zu vermeiden oder ja. zu verhindern. Ja. Und ähm, wenn Sie jetzt sagen, also wir müssen da an der Wirbelsäule direkt was machen, ja. also wenn Sie sozusagen chirurgisch tätig werden wollen, wie können Sie da helfen? Es gibt unterschiedliche Wege. Ähm, mengenmäßig am häufigsten ist ja die Behandlung akuter osteoporotischer Wirbelbrüche. Das ist tatsächlich zu einer Massenerkrankung geworden. Und man weiß auch, ähm, wenn man diese Brüche unbehandelt lässt, da gibt es gute Daten zu, dass die Lebensqualität ähm, äh, dieser Patienten deutlich eingeschränkt wird, dass auch die, ähm, der Einfluss auf diese fortschreitende Verkrümmung, gerade im Bereich der Brustwirbelsäule, ganz erheblich ist. Also unbehandelter Bruch führt dann äh, relativ zügig erstens zu einer weiteren Verkrümmung. Diese weitere Verkrümmung äh, erhöht das Risiko weiterer Wirbelbrüche und relativ schnell ist man dann in einem Teufelskreis, wo eben halt ein Wirbel nach dem anderen nachgibt. Es gibt also gute Gründe, Wirbelbrüche zu behandeln, insbesondere wenn sie äh, konservativ, ähm, was die sozusagen Schmerzsymptomatik anbelangt, nicht gut zu behandeln sind. Mhm. Dann ist es relativ einfach, einen solchen Wirbel mit äh, Knochenzement aufzufüllen. Das führt in der Regel unmittelbar zu einer ähm, dramatischen Schmerzverringerung, Geschmerzfreiheit. Es ist also ein sehr effektives, einfaches und auch äh, relativ ähm, gefahrarmes äh, Verfahren, muss man sagen. Es ähm, ist natürlich immer wichtig, dass auch solche vermeintlich einfachen äh, Verfahren durch erfahrene äh, Behandler durchgeführt werden. Erstens, um ähm, die Qualität der Behandlung gewährleisten zu können, aber auch um das Gesamtkonzept der Behandlung im Auge zu behalten. Denn es ist bei praktisch keinem Patienten damit getan, einmalig einen Wirbel zu behandeln, den Patienten nach Hause zu schicken und zu denken, jetzt äh, sozusagen haben wir für alle Zeiten äh, das getan, was getan werden muss. Also das ist in der Regel nur ein ganz kleiner Baustein der Gesamtbehandlung. Naja, es ist ja die ganze Wirbelsäule und gerade wenn die, wenn man so krumm wird, muss man ja sicherlich eine ganze Strecke behandeln, oder? Wie machen Sie das? Also in Extremfällen dann tatsächlich, wenn ganz gravierende Fehlstellungen der Wirbelsäule vorliegen, die dann... Erstens nicht mehr muskulär korrigierbar sind durch medizinische Trainingstherapie oder so ausgeprägt sind, dass eben halt auch die Atemfunktion beeinträchtigt ist oder andere, andere Körperfunktionen. Es gibt ja teilweise auch Patienten mit osteoporotischen Wirbelfrakturen, wo ein Knochenstempel nach hinten in den Wirbelkanal gedrückt wird, wo auch das Rückenmark quasi, die Rückenmarkfunktion in Gefahr ist. Das sind dann spätestens Fälle, wo wir operativ eingreifen müssen. Ähm, Fälle, wo wir nicht zwingend operativ eingreifen müssen, aber eingreifen können, sind tatsächlich sehr ausgeprägte sogenannte Kyphosen, also Verkrümmungen der Wirbelsäule nach, nach vorne ähm, bei Betroffenen, die insgesamt äh, ein gutes ähm, ähm, sagen wir mal, körperliches ähm, Trainingsniveau haben, die also aktiv sind und auch aktiv sein wollen und aktiv bleiben wollen. Bei denen ist es natürlich ein riesiger Unterschied, ob die gerade durchs Leben gehen können, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, ja. oder ob die dann Zeit ihres Lebens auf die Zuhilfenahme eines Rollators angewiesen sind. Das also ist für die, für die Betroffenen schon ein, ein massiver Unterschied. In, in jeder sozusagen Alltagssituation macht sich diese macht sich eine solche ausgeprägte Kyphose bemerkbar? ja. Ähm, das heißt, ähm, also wenn sie die gesamte wirbelsäule wieder gerad stellen, mit stangen und schrauben, wahrscheinlich? Ja, ja. Ähm, wie kommt mich? Komm ich mir da, also falle ich dann nicht hinten über? also es gibt viele patienten, die nach einer solchen ähm, begradigung äh, der wirbelsäule das empfinden haben, dass sie quasi nach hinten fallen, weil, sie, weil sich das gleichgewichtsorgan im Innenohr erst wieder an die äh, korrekte Stellung des Schädels gewöhnen müssen tatsächlich. Das dauert je nach Patient so zwischen ein und zwei Monaten, bis sie sich daran angepasst haben. Mhm. Ähm, das zeigt aber nur, wie ausgeprägt sozusagen diese, der Effekt auf die gesamte Körperwahrnehmung eben halt ist. Also das Gleichgewichtsorgan passt sich auch sukzessive an diese gravierende Fehlstellung an. Und wenn man dann eben halt innerhalb von wenigen Stunden dann diese Stellung korrigiert und der Patient dann zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder gerade steht, dann hat das Gleichgewichtsorgan natürlich überhaupt keine Chance, sich in dieser kurzen Zeit zu adaptieren. Und deswegen diese teilweise relativ deutliche Wahrnehmung äh, des nach hinten überfallens. Aber danach alles wie vorher? Das legt sich, das legt sich bei allen Patienten innerhalb von äh, längstens drei Monaten. Also dann ist sozusagen die normale. Einstellung im Gleichgewichtsorgan wieder, wieder erreicht. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram. Werden Sie gesund.